Herzlich willkommen zu unserem ersten kleinen Tutorial-Video. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr euren ersten 3D-Druck realisieren könnt. Öffnet dafür einfach euren Browser und geht auf die Seite thingiverse.com. Dort findet ihr oben die einzelnen Reiter Dashboard, Explore, Education, Create und die Suche. Über die Suche könnt ihr nach beliebigen Begriffen suchen. In unserem Beispiel suchen wir einfach mal nach Smartphone-Zubehör. Dort werden wir unterschiedliche Projekte finden, zum Beispiel in diesem Fall ein Android-Smartphone-Halter. Über den Reiter Explore wollen wir nun den Weg von der ursprünglichen Projektdatei bis hin zum fertigen 3D-Druck zeigen. Diese Vase sieht doch nach einem interessanten Projekt aus. Wichtig für euch ist dabei die Summary, mit den wichtigsten Informationen, Erklärungen, weitere Drucktipps oder wichtige Einstellungen, auf die ihr achten müsst. Wir wollen unseren 3D-Druck heute an unserem Sigmex von BCN 3D zeigen. Dafür benötigen wir natürlich auch die passende Software, nämlich Cura. Ein Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Diese Software ist auf unseren Workstations im WinLab natürlich bereits vorinstalliert. Nun können wir unsere heruntergeladene Datei einfach mit einem Doppelklick öffnen. In Cura empfehlen wir, dass ihr euch für die ersten Versuche an die empfohlenen Einstellungen bzw. die Einstellungen in der Summary orientiert. Der Print Mode sollte regulär und das Profil auf Standard oder Draft eingestellt sein. Über den Reiter Benutzer definiert kann man einzelne Details anpassen. Der Unterschied zwischen Fine, Standard und Draft ist, dass mit geringerer Auflösung zwar die Detailgenauigkeit steigt, aber sich die Druckdauer auch enorm erhöht. Mit einem Rechtsklick auf das Modell könnt ihr entscheiden, auf welchem Extruder ihr drucken wollt, da es theoretisch möglich wäre, auch zweifarbig zu drucken. In unserem Beispiel ist das Filament bereits auf der linken Seite geladen, deswegen wählen wir natürlich auch die linke Seite aus. Die Einstellung der Füllung könnt ihr meist ebenfalls aus der Summary entnehmen. In unserem Beispiel sind das 15%. Achtet ebenfalls darauf, dass die Drucktemperatur für PLA bei 215 Grad Celsius liegt. Die der Druckplatte sollte bei 65 Grad liegen. Nun klickt ihr unten rechts auf den Button Vorbereiten und lasst die Software ein druckfähiges Modell für den 3D-Drucker erstellen. Im Anschluss ändert sich der Button in Speichern in Datei und ihr könnt einen Speicherplatz auswählen. Bevorzugt nehmt ihr natürlich direkt die SD-Karte des Druckers. Im Druckermenü wählt ihr den linken Eintrag Print aus. Sucht nach eurer Datei und tippt diese dann einfach an. Unten rechts könnt ihr bereits die voraussichtliche Druckzeit sowie die benötigte Materialmenge sehen. Drückt dann zum Abschluss auf Accept und startet den 3D-Druck. Nun heißt es erst einmal abwarten. Gerne könnt ihr natürlich auch persönlich bei uns im WinLab vorbeischauen. Wir haben jeden Mittwoch einen Open Lab Day und helfen euch gerne den ganzen Tag bei all euren Projekten. Falls euch das Projekt geholfen hat, könnt ihr uns natürlich zusätzlich gerne über die Like- und Abo-Funktion unterstützen und verpasst so auch keines der in Zukunft folgenden Videos. Und schon haben wir unsere 3D-gedruckte Vase fertig, welche mit einer Druckzeit von ca. 5 Stunden ein eher mittelgroßes Projekt ist. Wir werden in Zukunft noch weitere dieser kleinen Tutorial-Videos machen. Falls ihr Fragen zu diesem Projekt habt oder es ein bestimmtes Thema gibt, was euch sehr zum Verzweifeln bringt, dann lasst es uns gerne über die Kommentarfunktion wissen.